Die Olympia Splitter von heute. Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris laufen auf Hochtouren. In den letzten Tagen gab es zahlreiche Neuigkeiten, die die Sportwelt in Aufregung versetzen. Insbesondere die Wettkämpfe im Tennis sind ein zentrales Thema, da viele Athleten ihren Blick bereits auf die begehrten Medaillen richten. Die Nations Cup Tennis Meisterschaft, die vor kurzem in den USA stattfand, brachte viele der weltweit besten Spieler zusammen. Laut Berichten haben mehrere Top-Spieler, darunter auch der aktuelle Weltranglisten-Erste, signalisiert, dass sie bereit sind, bei Olympia ihr Bestes zu geben. Diese Athleten haben betont, wie wichtig ihnen die Olympischen Spiele sind und dass sie aus ihrer Sicht eine der höchsten Ehren im Sport darstellen. Für sie ist es etwas ganz Besonderes, für ihr Land anzutreten und eine Medaille zu gewinnen. Darüber hinaus wurde erwähnt, dass auch in diesem Jahr die Spiele wieder ein großes internationales Publikum anziehen werden. Im Hinblick auf die Favoriten im Tennis hat ein Sportexperte festgestellt, dass neben den bekannten Größen auch einige junge Talente großes Potenzial haben. Diese jungen Spieler seien besonders hungrig auf Erfolge und könnten in Paris für Überraschungen sorgen. Das Turnier der Olympischen Spiele, so der Experte, bietet eine ganz besondere Atmosphäre, die oft unerwartete Leistungen hervorbringt. Ein weiterer Baustein der Olympiavorbereitungen betrifft die Infrastruktur in Paris. Offiziellen Quellen zufolge wird an zahlreichen Sportstätten gearbeitet, um den Bedürfnissen der Athleten gerecht zu werden. Der Tennisverband hat bereits bestätigt, dass die Plätze in hervorragendem Zustand sein werden. Insbesondere die Verwendung neuester Technologien zur Leistungsüberwachung und Wetteranpassung ist ein zentraler Aspekt, der in den Fokus rückt. Man hofft, dass diese Maßnahmen den Sportlern optimalere Bedingungen bieten, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Auch die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein haben hohen Stellenwert bei den Planungen. Die Organisatoren der Olympischen Spiele haben angekündigt, dass alle neu erbauten Anlagen nach höchsten umweltfreundlichen Standards errichtet werden. Ein Vertreter des Organisationskomitees erwähnte, dass sie bestrebt seien, Paris als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Großevents zu positionieren. Diese Initiative zielt darauf ab, den ökologischen Fußabdruck der Spiele so gering wie möglich zu halten. Interessanterweise hat auch das Problem der Dopingkontrollen wieder an Bedeutung gewonnen. Mit Blick auf Tokio 2020 gab es zahlreiche Diskussionen zu diesem Thema und die Olympischen Spiele 2024 scheinen dabei keine Ausnahme zu bilden. Offizielle Stellen planen, verstärkte Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle einzuführen, um die Fairness der Wettbewerbe zu gewährleisten. Die Athleten selbst sollen in bevorstehenden Interviews betont haben, dass sie sich ein faires und ehrliches Wettkampfumfeld wünschen. Neben dem sportlichen Geschehen wird auch die kulturelle Dimension der Spiele beleuchtet. In den sozialen Medien diskutieren viele über die Möglichkeiten, die die Spiele bieten um verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Einige prominente Sportler haben bereits erklärt, dass sie die Chance nutzen möchten, um ihre Kultur und Tradition einem globalen Publikum näherzubringen. Die Diversität der teilnehmenden Nationen und Athleten wird als ein wertvoller Aspekt der Olympischen Spiele angesehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Olympischen Spiele 2024 in Paris ein bedeutendes Ereignis werden, das hohe sportliche Leistungen, innovative Ansätze zur Nachhaltigkeit und interkulturelle Begegnungen in den Mittelpunkt stellt. Tennis wird dabei eine wichtige Rolle spielen, nicht nur aufgrund der Athleten, sondern auch wegen der hohen Zuschauerzahlen, die dieser Sport anzieht. Die Vorbereitung schreitet voran und die Spannung steigt. Autor Anita Fake, Sonntag, 28. Juli 2024.